Architekten und Stadtplaner der BGSM sowie Mitarbeiter der Höcker Projektmanagement GmbH treffen sich in einem ersten Gespräch im Rathaus zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit Bürgermeister Maximilian Böltl und den Mitarbeitern des Bauamtes der Gemeinde Kirchheim. Ja, mein Name ist Henry Alsbach von den Höcker Project Managers. Wir stellen die Projektsteuerung für dieses Projekt und wir freuen uns, dass nach so vielen Jahren dieser Entwicklungsmaßnahme jetzt endlich ein Startschuss gefallen ist mit dem positiven Bürgerbegehren und es jetzt endlich losgeht. Und wir tragen dafür Sorge, dass wir jetzt sehr, sehr termingerecht und zeitnah die anstehende Planung hin auf ein verwertbares Baumittel umsetzen. Mein Name ist Dietmar Sander, Architekt und Stadtplaner von BGSM, Architektenstadtplaner aus München. Ich bin da der Büropartner. Wir freuen uns, dass wir bei dieser wichtigen Aufgabe, die sich die Gemeinde gesetzt hat, die beiden Ortsteile Heimstetten und Kirchheim mit einem Ortspark zu verknüpfen, mitwirken dürfen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Darf ich noch meinen geschätzten Büropartner, Herrn Göbel, vorstellen, zusammen mit Herrn Göbel, der die Stellvertretung bei dieser Projektarbeit übernehmen wird, werden wir die Arbeit vorantreiben. Kick-off Bebauungsplan Kirchheim Strukturkonzept 2030. Frau Hartinger, Herrn Bauamtsleiterin hier in der Gemeinde, was überwiegt, die Freude, hier ein großes Projekt zu verwirklichen oder mehr die Angst, wahnsinnig viel Arbeit auf sich zukommen zu sehen? Ganz eindeutig die Freude. Die Freude, dass wir dabei sein können, dass wir dem Projekt jetzt Leben einhauchen können. Bis jetzt ist es ja noch Theorie, viel Theorie. Und der Stolz, mitwirken zu können und an diese große Herausforderung jetzt ranzugehen. Also groß nicht nur im Sinne vom Plangebiet, das ist ein sehr großes Gebiet, aber groß auch Bedeutung für Kirchheim, für die Bürger hier, Wohnraum schaffen, Verbindungen schaffen, trotzdem aber Identitäten zu wahren. Also von dem her sind wir wirklich schon ganz gespannt, was auf uns zukommt, neugierig drauf auf den Prozess und am liebsten halt mal loslegen. Und es ist ja nicht nur der Bau, sondern es ist ja auch sehr viel Freifläche in dem Ganzen. Das heißt, es ist sehr umfangreich und hier ist sicher das ganze Team des Bauamts mit eingebunden. Das ist auch ganz wichtig, dass man das betont. Das bin nicht ich alleine, sondern es ist wirklich ein ganzes Team, was dahinter steht. Intern, also auch extern mit Fachplanern, mit Beratern dabei. Auch die politischen Gremien sind immer mit dabei. Auch die Eigentümer bringen sich mit ein. Und was ganz wichtig ist, die Bevölkerung. Wir haben ja viele, viele Anregungen gesammelt, jetzt schon im ganzen Prozess. Wir werden diese Anregungen prüfen, wir werden schauen, ob wir sie einarbeiten können. Was sind die nächsten Schritte jetzt, Frau Hartinger? Die nächsten Schritte oder der große nächste Schritt ist Aufbauen auf dem Strukturkonzept, das ja gebilligt worden ist im Oktober 16. Die Umarbeitung in den Bebauungsplan, also dieses technische Instrument der Baurechtschaffung, wie gesagt, mit Einarbeitung der Anregungen, die aus der Bevölkerung kamen, mit Zusammenarbeit Eigentümer, Politik, Verwaltung, Berater, Planer. Und wenn wir dann eine Arbeitsgrundlage haben, also das können in den ersten Schritten immer auch nur Arbeitsgrundlagen sein, wieder die Präsentation, die Einbindung der Öffentlichkeit, dass man mal zeigt, wo sind wir jetzt, immer auch die Transparenz, die, glaube ich, gerade bei so einem großen Gebiet sehr, sehr wichtig ist. Dann können wir Ihnen und Ihrem Team jetzt nur viel Erfolg und viel Spaß bei der Arbeit wünschen und wir werden uns sicher in den einzelnen Arbeitsschritten wieder hier oder irgendwo an dieser Stelle treffen und über die Fortschritte uns unterhalten. Täte ich mich freuen. Dankeschön. Danke.